Hallo Sportsfreunde und herzlich willkommen zurück bei FIFA 12. Meine letzte Aufnahme ist schon ziemlich lange her, die war im letzten Jahr gewesen, also die erste Aufnahme im neuen Jahr jetzt, und ich beginne hier mit der ersten Aufnahme 2012 gleich mit einem Derby. Und zwar der erstplatzierte Hamburger SV gegen Borussia Dortmund auf Platz 2. Es geht um die Tabellenführung. Der Sieger aus diesem Match erobert die Tabellenführung, beziehungsweise Hamburg verteidigt damit die Tabellenführung. Und wir müssen natürlich, also wir wollen natürlich gewinnen, um Erster zu sein und gleichzeitig den Vorsprung gegenüber den Bayern auszubauen, die auf Platz 3 aktuell hausen. Also wir sind in der Imtech Arena am 21. Januar 2012, könnte fast hinkommen, heute ist glaube ich der 10. Wenn ich, ja, könnte sein. Anstoß um 18.30 Uhr, Schiedsrichter Steffen Schwobel, Profi 7 Minuten und es ist trocken, zum Glück. Der Hamburger SV im Tor mit Diego Alves, dann Diekmeyer, Taski, Rajkovic, Aogo, Kacza, Rikon, Töre, dann Jansen, Skjelbred und im Sturm Petric. Als einziger, ja, als einzige Spitze. Auf der Bank dann Drobny, Tesche, Mancini, Bruma, Ilicevic, Guerrero und Markus Berg. Dann Borussia Dortmund, glaube ich, unverändert gegenüber dem 0:0 gegen Hoffenheim im Tor. Wie immer mit Weidenfeller rechts, Löwe, Subotic, Hummels in der Mitte, links Schmelzer, Bender und Leitner vor der Abwehr. Leonardo Bittencourt auf der rechten Seite, Kagawa auf links und Götze... Nee, Götze auf links und Kagawa in der Mitte. Irgendwie so rum. Und Barrios natürlich wie immer im Sturm. Ich muss kurz mal das Headset richten. So. Ja, auf der Bank Piszczek, Hornschuh, Gündogan, der chinesische Nachwuchsspieler Zu, Großkreuz und Mohamed Zidane. Die letzten drei Spiele von Hamburg. 1:0 gegen Mainz gewonnen, 2:0 gegen Augsburg gewonnen und 0:1 gegen Leverkusen verloren. So, wir wärmen uns jetzt hier auf und dann könnte es rein theoretisch auch schon losgehen. Ich hoffe, mein PC macht heute keine Zicken. Und der Schuss war schon mal richtig gut von Kagawa. So, jetzt aber. Naja, geht doch. Bisschen besser schon. Also, ja. Kagawa bisher mit einer guten Saison. Kann man nicht viel sagen. Höhen und Tiefen. Ah, die hat ja jeder. Gibt es dazu eigentlich auch nichts zu sagen. Und dann würde ich mal jetzt anfangen mit dem Derby Hamburger SV gegen Borussia Dortmund. Viel Spaß! So, da haben wir gerade Aogo im Bild. Und hier haben wir Mats Hummels, der Kapitän vom BVB. Und hier sehen wir auch nochmal die Imtech Arena mit der Dortmunder Fangemeinde, haben wir gerade ein bisschen rechts im Bildschirm gesehen. Und da sind auch die beiden Mannschaften schon auf dem Feld. Ja, natürlich die obligatorische Begrüßung. Da sehen wir Weidenfeller. Der Schiedsrichter noch einmal, Steffen Schwurbel. Da mal Löwe mit der 24, da mal mit der 23 Kagawa. Und da sehen wir auf die Tabelle, mit einem Sieg können wir auf Platz 1 springen. Und ja, wir haben schon ein Spiel mehr, glaube ich, mit als einziges. Weil das Spiel gegen Hoffenheim wurde ja vorgezogen. Und hier sehen wir die Formation von Hamburg etwas defensiver als wir. Unsere Außen sind mehr in die Mitte gezogen und ein bisschen offensiver ausgerichtet. Da sehen wir es mal. Ja, Götze auf links. Götze ist auf links und Kagawa in der Mitte. Und Steffen Schwobel hat die Partie angepfiffen. Damit geht's los. Ich stelle mal kurz die Lautstärke noch ein bisschen höher auf meinem Headset. In der Hoffnung, dass dann auch in der Aufnahme ein bisschen lauter ist, damit man hier ein bisschen das Feeling hört in der Arena hier in Hamburg. Und da haben wir gleich BVB nach vorne. Kagawa, der probiert's mit einem Lupfer, aber der Keeper Diego Alves ist zur Stelle. Also die erste Chance in diesem Derby. In diesem Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga. So, jetzt geht Diekmeyer nach vorne. Kagawa hat aber aufgepasst. Und ich merke schon wie diese kleinen Mikroruckler. Aber das liegt natürlich an der Aufnahme, wo ich die letzte Zeit, wo ich so gespielt habe, natürlich auch krass gemerkt habe.
Ich hoffe mal, dass die jetzt nicht allzu belastend sind. Jetzt hier Abstoß von uns, wie immer ausgeführt von Weinfeller. Und auch wie immer kurz, da mal Leitner, der nach vorne auf Kagawa. Da haben wir Barrios, jetzt Götze am Ball. Guter, naja, relativ guter Pass auf Bittencourt. Der wird natürlich dann gefoult und kriegt den Freistoß noch. Und anscheinend auch noch die gelbe Karte für Marcel Jansen. Der Freistoß ausgeführt von Bittencourt. In die Mitte, da haben wir Leitner. Der kommt aber natürlich da nicht ganz ran. Nicht Kopfball, nicht gerade seine Stärke. Und da war der Fehler von Götze. Und jetzt ist Platz für die Hamburger über Jansen. Auf links, da haben wir Hummels. Der kann dazwischen gehen. Löwe hilft dann auch noch mit aus. Somit ist die Situation gebannt. Und ab nach vorne. Ne, da läuft Barrios vorne weg, sodass Götze ihn nicht anspielen kann. Wieder passt Löwe auf. Spielt ins Aus. So, jetzt ist Platz. Da waren sie auf, in der Überzahl auf den Außen. Subotic macht das aber richtig gut wieder. Und jetzt ab nach vorne. Da haben wir Barrios. Der weiß nicht so wirklich, wo er hinspielen soll. Gut gelöst, sehr gut gelöst. Jetzt haben wir da mal Bittencourt. Der kann in die Mitte ziehen, wird aber dann gestoppt. Aber holt sich natürlich den Ball zurück. So muss es sein. Jetzt Kagawa. Jetzt dort außen Götze. Der zieht einfach mal drauf. Und Diego Alves ist mit den Beinen zur Stelle und wehrt den Ball mehr oder weniger nach vorne ab. Aber danach kann Hamburg klären. Jetzt wieder Löwe. Kann sich da nicht ganz körperlich durchsetzen gegen Jansen. Danach auch nicht, waren sie wieder in der Überzahl, da muss Subotic rausrücken, der versagt auch. Jetzt Hamburg, durch, Schuss, boah, das war schon eine hundertprozentige für Petric, dass er die nicht macht, das ist schon verwunderlich. Und da war fast der Fehler gewesen von mir, aber da sollte der Ball eigentlich nicht hin. Ah, gerade so gut gegangen, jetzt Kagawa, jetzt haben wir da Bittencourt, der kann einfach mal durchsprinten so ein bisschen. Kagawa läuft mir dort nicht ganz so gut in die Mitte, sodass ich da nicht ganz so toll reinheben konnte den Ball. Jetzt Hamburg mal wieder auf den nach vorne Weg. Wieder mit Aogo und Jansen, das sieht gut aus, wie die beiden das da draußen machen. Über links ziehen dann immer wieder ein Verteidiger mit raus, Subotic ist jetzt zur Stelle, klärt auf Kosten eines Eckballs. Jetzt Kontergelegenheit über Kagawa und Götze. Barrios läuft vorne natürlich noch mit als einzige Spitze. Aogo hier mit dem taktischen Foul. Jetzt Götze. Wohin? Verlieren erst einmal, aber noch den Freistoß bekommen zum Glück. Subotic wird mit Sicherheit nicht schießen. Das wird dann Kagawa übernehmen. Wollen wir es mal direkt probieren? Wir probieren es mal. Ah, nee, das wird nichts. Das war zu kurz. Nur obwohl, so schlecht war der im Endeffekt gar nicht. Recht flach gehalten der Ball, aber dann doch rechts unten am Tor vorbei. Benner kann gegen Rincon klären, jetzt aber weiterhin Hamburg am Ball. Auf links außen auf Töre. Der setzt sich gegen Schmelzer durch, aber jetzt wieder die Kontergelegenheit. Naja, Konter ist übertrieben. Aber jetzt mal, Götze hat auf links viel Platz, spielt in die Mitte zu frühzeitig. Hamburg kann wieder klären. Das müsste abseits gewesen sein, der Pass kam sowieso nicht an. Eieieiei, da setzt sich Rajkovic außen durch. Jetzt Töre wieder mal. Da muss Bittencourt eigentlich, der auf rechts spielt, hinten links in der Abwehr aushelfen. Weidenfeller gut zur Stelle. Oh, da behindern sich Bender und Kagawa. Und jetzt Löwe nach vorne, ab nach vorne. Ja, zu steil für Barrios.
Den kann niemand erlaufen. Trotzdem versucht. Das darf nicht passieren, Götze. Hinten mal ganz, ganz gut. Und da muss eigentlich genau dahin muss Bittencourt laufen, damit ich ihn anspielen kann. Löwe klärt gegen Jansen. Jetzt setzt sich Aogo dort durch, die Flanke kann kommen, Schmelzer ist zur Stelle. Hat trotzdem noch nicht geklärt. Oh, da behindern wir uns gegenseitig, da ist der Schuss und da ist er drin. Durch Töre in der 38. Minute 1-0 für den Hamburger SV. Völlig verdient, Hamburg ist das bessere Team hier und da behindert. Da würde ich sogar schon sagen, dass Petritsch dort in der Mitte Subotic behindert, sodass der nicht wirklich eingreifen kann. Und Hummels steht natürlich auch nur da und greift auch nicht ein. Ah, Hamburg steht auch hinten sehr, sehr dicht. Da ist es schwierig, irgendwie mal mit einem Steilpass durchzukommen. Jetzt vielleicht mal mit Löwe über die Außen mit einer Flanke. Die Flanke ist gar nicht so schlecht, dass Kagawa und da ist der Ausgleich. Gleich im Gegenzug wird das noch was mit dem Jubel. Naja, Kagawa holt den Ball. Da gab es noch eine kleine Massenkarambolage dort in der Mitte. Nach dem Kopfballtor von Kagawa unter der Vorarbeit von Barrios, das eigentlich auch schon Richtung Tor gehen sollte, der Ball. Jetzt. Ah, warum zieht Kagawa dort nicht weiter nach außen, damit ich ihn viel weiter schicken kann? Subotic versucht, sich dort durchzusetzen, schafft es nicht. Jetzt muss Leitner auf links aushelfen. Kann sich auch nicht ganz durchsetzen. Da ist Bittencourt gewesen. Und irgendwie haben wir den Ball dort hinten rausgestochert. Jetzt Kagawa, Barrios, Kagawa. Der wird gefoult, lässt sich auch davon nicht beirren. Da war Bender, der verliert aber den Ball nach schlechten Pass von Götze. Jetzt wieder Platz auf links, wieder ist dort Jansen durch. Götze rennt dort hinterher natürlich noch. Och, und da hätten wir fast den Führungstreffer wieder gehabt für die Hamburger. Aber klasse Parade davon. Weidenfeller lang geschickt, jetzt mal Löwe auf den Außen, der ist natürlich schon total fertig. Ja, und da fällt mir wieder das alte Muster auf, dass ich viel zu sehr vom Tor hin und her spiele. Jetzt Bittencourt aus der Distanz, abgefälscht der Ball. Und nochmal Einwurf für Dortmund. Nähe des 16ers. Vielleicht wird das nochmal was. Zurück auf Kagawa, jetzt Leitner. Ah, der sollte doch gar nicht so weit gehen. Und ich denke mal, jetzt ist auch gleich Pause. Jupp, so ist es. Steffen Schwobel pfeift im Spitzenspiel die erste Halbzeit ab. Hamburger SV Borussia Dortmund 1:1 nach den Toren von Töre in der 38. Minute und Kagawa in der 41. Minute. So, die anderen Ergebnisse, beziehungsweise die Halbzeitergebnisse. Kaiserslautern gegen Werder Bremen 2:2, Nürnberg gegen Hertha 0:1, Hoffenheim gegen Hannover 1:2, Leverkusen gegen Mainz 3:1 und Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München 0:2. So, ich will da mal kurz im Team nachgucken, ob alle noch relativ frisch sind auf den Beinen. Ah ja, Löwe sieht nicht mehr ganz so gut aus. Ich denke mal, ich werde den dann gleich auswechseln auch. Der ist auf jeden Fall schon massig hier hin und her gerannt. Hat viel zu tun gehabt mit Aogo und Jansen dort auf rechts. Da ist wieder Jansen durch. Der kleine Löwe rennt dort wieder total hinterher. Und kriegt tatsächlich noch den Ball. Jetzt noch ein bisschen ruhiger und Aufbauspiel hier. Ah, so soll das nicht aussehen.
Ruhig sieht anders aus. Ah, meine Güte, warum kommt der Schlepper so weit vor? Aber Bitanko holt den sich noch. Ah, verliert ihn danach wieder. Jetzt wieder Auge und Jensen dort außen. Jetzt Petric. Kann sich nicht durchsetzen. Und natürlich wieder Löwe. Ach, da sollte doch gar nicht der Ball hin. Mann, was ist denn das für ein Mist? So, ich werde Löwe jetzt auch rausnehmen, bevor der mir hier zusammenklappt auf dem Feld. Gut gemacht davon Schmelzer, der dann fast den Ball wieder verloren hätte. Und da sollte der Ball auch nicht hin. Der sollte eigentlich nach vorne in die Spitze. Warum die dann immer so komisch falsch spielen? Und wir natürlich wieder überlegen, ist wieder Ogo über und Jensen auf der linken Seite dort. Flanke. Ah, wir sind gerade so zur Stelle. Ja, Götze, warum läufst du denn mal nicht? Da stehst du dort genau daneben rum. Zum Glück passt Bitancourt auf. Hat dann dort mal Platz zu gehen. Oh, das wäre abseits. Ist es doch nicht. Bitancourt durch. Ohoho. Den muss er machen. Den muss er machen. Oder spielt am besten ab. Dann ist er drin. So, Löwe geht raus. Dafür kommt Piszczek auf der rechten Seite in die Partie. Eieieiei. Das war eigentlich die sichere Führung. Oder habe ich einmal zu viel auf Spielerwechsel gedrückt. Hummels ganz stark. Wie immer. Bayos verliert vorne den Ball. Götze holten sich auch nicht mehr wieder. Auch jetzt auch nicht. Jetzt kommen sie über links. Schmelzer macht das gut. Und jetzt. Jetzt ist die Gelegenheit da. So nicht, so nicht. Das ist zu überhastet. Jetzt, Barrios, da ist er mal durch. Ah, da war noch mal ein Bein dazwischen gewesen. Genau, als ich auf Schuss gedrückt habe. So, Bitancourt geht jetzt auch raus. Dafür kommt Zu in die Partie. Und Zidane kommt für Kagawa rein, der auch schon etwas ermüdet ist und noch auch nicht so viel gebracht hat. Damit jetzt gleich doppelt wechseln. Damit haben wir schon dreimal gewechselt. Also jetzt darf nichts mehr passieren. Also Bitancourt geht raus, bisher nicht so in seiner Form, genauso wie Kagawa geht raus, wird auch nicht allzu aktiv. Dafür kommt Zu und Zidane in die Partie, da haben wir Zu schon. Da haben wir Piszczek und da haben wir die Flanke und das Zidane mit einem Kopfball. Ungewöhnlich für den kleinen Mann. Jetzt wieder Zidane. Da haben wir Zu. Aber Zu verliert den Ball. Zu holten sich wieder. Jetzt ganz links raus auf Zidane. Das sieht gut aus. Das ist gut. Das ist doch nicht allzu gut. Aber dann noch plötzlich ein Verteidiger da. Und jetzt Hamburg nach vorne. In Überzahl. Subotic. Ganz, ganz stark. Richtig stark macht er das. Jetzt Zidane nach vorne mit Götze. Götze kann einfach mal vorbeigehen. Macht er auch endlich mal. Versucht dort Zu über die Außen mitzunehmen, aber wieder ganz, ganz schwaches Abspiel. Also die Pässe funktionieren gar nicht mehr. Gut gemacht davon Hummels. Abseits oder nicht? Kein Abseits.
Und da ist das 2:1 durch Mohamed Zidane in der 76. Minute. Na, endlich nach Vorarbeit von Lucas Barrios. Jawohl, 2:1 für Borussia Dortmund bzw. 1:2. Und damit wären wir jetzt auch an der Tabellenspitze. Und natürlich unter der Voraussetzung, dass das hier so bleibt. Oder ein Trick von Diekmeier. Die Hamburger schalten jetzt anscheinend hier auf Turbo und Schmelzer dort, der läuft dort ein bisschen verkehrt. Setzt sich dann dort aber noch fast durch. Oh, das ist einfach. Das ist zu einfach. Was war jetzt gewesen? Ach, war abseits gewesen. Okay. So, die Hamburger haben gewechselt. Töre geht raus. Dafür kommt Ilicevic rein. Leider habe ich das gerade aus Versehen weggedrückt. Nein, ich spiele mit Sicherheit nicht an. Ich spiele es einfach mal nach vorne, weil es ist mir gerade zu riskant, weil die Hamburger ziemlich aufrücken gerade eben. Ah, schade. Sah ganz gut aus, was Barrios dort vorhatte, mit der Hacke dort den Ball mitzunehmen. Wieder war das Subotic. So, und jetzt ab nach vorne mit der Mulle. Kontergelegenheit hier für Dortmund. Über Götze nach vorne auf Zidane. Leider ruckelt es etwas. Und dann der Ballverlust. Jetzt Kaccha. Subotic rennt am Mann vorbei. Hummels kann sie aber dort fast durchsetzen. Jetzt Platz auf der linken Seite. Wieder Jansen. Das dürfte abseits sein. Jawohl. So, Hamburg will noch einmal wechseln. Skjelbred geht raus. Dafür kommt Tesche in die Partie. Ich bin am besten kurz runter auf Piszczek. Der raus auf Zu. Zu. Wollte sich da mal versuchen durchzusetzen, klappt nicht. Kurzer Einwurf auf Bender. Bender auf Zidane. Zidane verliert dort den Ball. Eine kleine Unstimmigkeit hinten in der Abwehr, aber natürlich wieder Subotic ganz, ganz stark. Jetzt Leitner mal. Ah, klappt das Passspiel nicht ganz so. Jetzt ist wieder Platz dort auf der linken Seite. Also bei den Hamburgern läuft alles über links. Oh, wieder, warum passen die denn so weit, verdammt nochmal? Ich drück doch gar nicht lange auf die Passtaste. So, wir sind mittlerweile schon in der Nachspielzeit. Es gab nur eine Minute, Weidenfeller fängt den locker. So, jetzt ab nach vorne, beziehungsweise halt der Abpfiff. Ha, Borussia Dortmund gewinnt 1:2 beim Hamburger SV und ist damit Tabellenführer der Fußball-Bundesliga nach 19 Spielen für uns. Hamburg hat ja noch ein Spiel zu spielen. Die Endergebnisse: Kaiserslautern Bremen 2:2, Nürnberg Berlin 0:1, Hoffenheim Hannover 1:2, Leverkusen Mainz 3:1, Gladbach Bayern 0:2. Also waren es doch schon erst die Endergebnisse gewesen. So, weiter. Bester Spieler von uns waren Weidenfeller und Schmelzer, kann ich zustimmen. Tore natürlich Zidane und Kagawa, Vorlagen zweimal Barrios. Barrios hat wirklich nur einmal aufs Tor geschossen und der ging nicht mal aufs Tor. Also er hat bloß einmal geschossen, nicht einmal aufs Tor. So, weiter geht's. Jetzt glaube ich DFB-Pokal dran. Wenn es fertig geladen hat. So, jetzt, jawohl, wir müssen im DFB-Pokal ran gegen den ersten FC Nürnberg und danach müssen wir gleich nochmal gegen Nürnberg ran. Aber dann in der Bundesliga. Wir fahren erstmal vor 2 Tage Ruhepause. Aber es ist immerhin noch Transferperiode, sehe ich gerade eben. Und ich habe da noch einen Spieler, den ich gern hätte. Oh, mache ich das jetzt noch?
Ich bin mir da nicht sicher. Weil rein theoretisch haben wir ja fürs Mittelfeld genügend Spieler für die rechte Seite. Aber ich habe da einen Spieler. Wie sieht's eigentlich vom finanziellen her aus? Wie sieht's eigentlich vom finanziellen aus? 22 Millionen. Oh, ich habe da einen Spieler, den ich gern haben würde. Und ich mein jetzt gerade mal so. Ich mehr weiß ich jetzt gerade nicht, wie es weitergeht. Weiß ich jetzt nicht. Einfach mal suchen. Vielleicht findet er den ja. Ja, super. Genau das ist er. Xherdan Shaqiri vom FC Basel. 20 Jahre, Stärke 79 und 14,5 Millionen Ablöse. Linkes, rechtes Mittelfeld. Er ist wahnsinnig schnell. Der ist so wahnsinnig schnell. Das kann man sich echt nicht vorstellen. Er ist einfach nur empfehlenswert. Vor allem, weil er sich noch richtig gut entwickelt, weil er gerade mal 20 ist. Vielleicht können wir es ja mal probieren, dass wir ihn ausleihen. Wenn wir das probieren. Wir probieren das einfach mal, oder? Dass wir ihn vielleicht mal ausleihen. Kann mir nicht vorstellen, dass er annimmt. Aber das sehen wir dann nach dem Nürnberg-Spiel. Aber an ihn hätte ich echt schon krasse Interesse, weil er ist wirklich richtig stark. Er ist bärenstark. So, gucken wir mal auf die Ligatabelle. Ja, es haben fast alle noch ein Spielchen zu machen, bis auf Hoffenheim noch. Die haben auch schon 19, genauso wie wir. Ja, Hamburg kann damit wieder an uns vorbeiziehen. Auch Bayern kann langsam, auch Bayern rückt so langsam ran. Wie sieht's unten in der Tabelle aus? Ja, Nürnberg, Augsburg und Gladbach sind unten drin, teilen, sind aber auch bloß mit 2 Punkten Unterschiede. So, Baris ist bisher besser Torschütze mit 17 Törchen, danach kommt Kagawa mit 8 Stück. Kagawa best mit den meisten Vorlagen bisher mit 9 Stück. Aber es ist jetzt uninteressant, das hat man glaube ich erst kürzlich gehabt. Also ich stelle jetzt das Team auf. Oh, Alexandre Pato für 52,5 Millionen zu Mailand, zu Real gewechselt. Oh, den hätte ich auch gerne. Also viel Geld haben wir nicht. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Partie im DFB-Pokal gegen den ersten FC Nürnberg. Zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg. Ja, bis dann. Stelle ich jetzt schnell die Mannschaft auf. Ich hoffe, dass Shaqiri annimmt. Beziehungsweise dass er verändern nimmt, das sehen wir da in der nächsten Folge. Genau wie das DFB-Pokalspiel. Ich sag bis dahin, tschüss.